Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Nitai Gaur Hari. चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवै प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल श्री गुरुदेव की Yesterday, what I told, you can repeating little bit. Yeah. Where I finish? Are you remembering something? Yesterday, what I told. Can you speak it? Try. Mm-hmm.
Yesterday, I offer my humble obeisances unto the lotus feet of my Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj, Srila Bhaktivedanta Srila Bhaktivigyan Bharati Goswami Maharaj, and to all our Guru Parampara and assembled Vaishnavas and guest devotees here. Yesterday, Maharaj spoke about the glories of the devotees of Krishna, Lord Krishna. Maharaj hat gestern gesprochen über die Herrlichkeit von Krishnas Geweihten und dass seine Geweihten ihm mehr lieb sind als alles andere, also sogar als Krishna selbst, hat er das Beispiel gegeben, dass er zu Uddhav gesagt hat, dass Uddhav ihm lieber ist als seine Frau, sogar sein Bruder Balaram, sogar als er selbst, und dass er, bevor er die Hand gegen einen Devote erheben würde, sie eher abschneiden würde. Also seine Geweihten sind ihm sogar lieber als er selbst. Und er hat noch eine weitere kleine Lila erzählt, wo, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht mehr, wo die, irgendjemand wurde, Nils mit Sudarshan Chakra, Duvasamuni wurde verflucht von, nee, nicht verflucht, Duvasamuni hat Vergehen begangen gegen Amarish Mahat. Und Sudarshan Chakra ist sofort gekommen und hat ihn verfolgt. Und er ist halt durch seine mystischen Kräfte durch das Universum geflohen. Und zuerst ist er nach Brahmaloka gekommen und hat dort Brahma gebeten, ihn vor dem Sudarshan Chakra zu beschützen. Aber als Brahma gesehen hat, dass er von Sudarshan Chakra verfolgt wird, hat er gesagt, nein, nein, geh schnell weiter, weil sonst komme ich auch noch in Schwierigkeiten, wenn ich dir Hilfe gebe, und du musst woanders hingehen. Dann ist er zu Lord Shiva gegangen und hat dort auch Zuflucht gesucht, aber Shiva hat auch gesagt, ich kann dir nicht helfen, du musst weitergehen, und obwohl er sein Vater war, nicht? Also sein Vater ist. Und dann ist er weiter nach, wohin? Dann? Vaikuntha, ja. Dann ist er zu dem höchsten Herrn selbst gegangen in Vaikuntha und hat ihn gebeten, deine Waffe verfolgt mich, bitte sei mir barmherzig, zeig mir etwas deiner Barmherzigkeit und verschone mich und vergib mir. Und hat sogar Vishnu gesagt, du hast das Vergehen nicht gegen mich begangen, sondern gegen meinen Geweihten, also da kann ich dir auch nicht helfen, du musst, wenn überhaupt, dann musst du bei dem Geweihten um Vergebung bitten und nur dann wird Sudarshan Chakra von dir ablassen, sozusagen. Und dann ist er zurück zu Amarish Maharaj und hat ihn halt um Vergebung gebeten, und so barmherzig wie alle Vaishnavas sind, hat er ihm vergeben und Sudarshan Chakra ist nach Hause gegangen. Ja. Und Chakra. You heard, this is the Brihat Bhagavatamrita. This is Brihat Bhagavatamrita, this scripture is the Srimad Bhagavata, is the essence of all scripture. And Bhagavat, what is the essence of Bhagavat?
essence Bhagavat also Sri Brihad Bhagavatamrita. So yesterday you heard why even Srimad Bhagavat is the essence of all scripture, why Sanatana Goswami again he returned Sri Brihad Bhagavatamrita. Yesterday you heard. And they are before you are listening last year listening so many things. So there is a five kind of devotee telling here Sudha Bhakti, Kyani Bhakta, Sudha Bhakta, Premi Bhakta, Premapar and Prematur Bhakta. There are five kinds of devotees. So now you are hearing. First is the Jnani Bhakta. Prahlad Maharaj is the Jnani Bhakta, Prahlad Maharaj. Now, this Narada is the very, very funny devotees. Now he one devotee, another devotee is going. And he wants to establish to even Krishna's have so many devotees. But among the all devotees, who is devotee, the topmost devotee, he wants to serve to us. So now he went to one devotee another. Now he went to Prahlad Maharaj. Gestern haben wir gehört, dass Srimad Bhagavatam die Essenz aller vedischen Schriften ist und dass wiederum das Brihad Bhagavatam die Essenz des Srimad Bhagavatam ist. Sanatana Goswami hat dieses Buch geschrieben, damit wir in diesem Kali Yuga, wo wir nur kurz leben und immer verwirrt sind, sehr schnell und sehr klar wissen, was das höchste Ziel ist. Diesen Brihad Bhagavatamritam geht Narada Muni und sucht den besten Gottgeweihten. Er geht praktisch durch das Universum. Und er kommt von einem zum nächsten. So im Brihad Bhagavatamritam werden fünf Arten von Devotis beschrieben. Das erste ist Jnani Bhakta, dann Shuddh Jnani Bhakta bedeutet. Ein Bhakta, der die Herrlichkeit Gottes kennt. Ne? Praktisch, der sich immer über Gottes Größe und Herrlichkeit bewusst ist. Der zweite ist Shuddha Bhakta. Shuddha Bhakta bedeutet reiner Gottgeweihter. Das dritte ist Premi Bhakta. Premi Bhakta heißt Devoti, der reine Liebe für den Herrn entwickelt hat. Vierte ist Prematura Bhakta. Prematur heißt jemand, der noch größere Liebe für den Herrn entwickelt. Und fünfte Devoti, Prema Para Bhakta. Derjenige, der die höchste Liebe für den Herrn entwickelt hat. So, diese fünf Arten von Vaishnavas werden beschrieben. Und als erstes beschreibt Sanatana Goswami oder kommt Narada Muni zu Prahlad Maharaj, Jnani Bhakta. So, yesterday you heard, you know, Prahlad Maharaj, so himself, Lord, he glories this devotee. How my glory is the, you know, my devotee is the so much glory. Himself, you know, when Durvasari is going to the Narayana, Narayana himself glories to some devotees. So, tell Prahlad Maharaj, why he is the so much close to Lord? So here telling, here they telling, telling when is the Narasimha Bhagavan manifested, when Narasimha Bhagavan manifested, that time he have very furious nakko. Anybody cannot please to Narasimha Bhagavan. First, Brahma he tried to pacify, but Brahma, then Narasimhadev he looking, you know, this is the crooked eye. But you are such a person, you give benediction to Hiranyakasipu, and Hiranyakasipu he gives so much problem to my devotee. And when looking crooked like then Brahma is run over there. And Shiva also tried to pacify to Narasimha Bhagavan. But when Shiva coming there, he the carrier is the Nandi. Nandi is the bull, and Narasimha Bhagavan take the form of a lion like this, lion. And lion food is like this, is bullock, you know. And when bullock is saw, and when Shiva is saw in the furious form, then, you know, Nandi also ran away. Then everybody go to Lakshmi. Well, you can pacify. But Lakshmi tell you, oh, our Prabhu is so sweet, Narayana. Na Santa Garam Bhujagasayana, very sweet. Easily I can
pacify him, then Lakshmi brings so many paraphernalia to doing art with Narasimha Bhagavan. But when Narasimha Bhagavan is looking like this, Lakshmi is telling, oh, before I saw many beautiful, but like this form I've never seen. Then he throws this, paraphernalia plate, see the runaway. Then everybody went to Prahlad Maharaj. Oh, Prahlad, her ego, nursing there he manifested, even pacified. But when Prahlad Maharaj came, then what happened? They easily, this furious foe, angry, easily cut the leg down. And he take to Prahlad Maharaj, kill this leg, and tuck the licking, licking, telling, oh, Prahlad, for me, you are so much suffering for me. I have to forgive to me. Why? I am doing so much late to coming to save to you. So you forgive my offense. Then Narasimha Bhagavan tell you, oh, Prahlad, when you saw my form, you are not curious, you are not afraid. No, Prabhu, when I saw your form, you are very beautiful, I am curious when I saw this material world. But when I saw your form, oh, very sweet form. Why? Lion for another person, for the children, he is not lion, he is his own mother. So you are my mother, my father, I am so much like your form. Then this all anger came down and he completely melted. So telling you are sir, how anybody cannot pacify only you, pacify it with Bhagavan Vishnu. So Narada Muni ging zu Prahlad Maharaj und sagt, O Prahlad Maharaj, du bist der größte Devoti. Du bist dem Herrn so lieb und so vertraut. Und Narada Muni hatte gleich erklärt, wieso Prahlad Maharaj dem Herrn so lieb und vertraut ist. Er sagte, als Nrisimhadev erschien, um den Dämon Hiranyakashipu zu töten, zu der Zeit war Nrisimhadev so furchterregend und so zornig, dass sich keiner in seine Nähe wagte. So die Halbgötter, die überlegten, wie können wir den Herrn besänftigen. Dann baten sie Brahma, Brahma der höchste Halbgott im Universum, bitte bring dem Herrn deine Gebete da, besänftige ihn. So Brahma kam, aber Nrisimhadev fing an zu beten, aber Nrisimhadev schaute mit solch zornigen Augen auf Prahlad. Warum? Brahma, sagte, Brahma, du bist der eigentliche Grund für diesen Dämon, weil du hast ihm diese Segnung gegeben und wegen dir hat er seinem Sohn Prahlad so viele Schwierigkeiten bereitet. So, denn Brahma hat Angst bekommen, sich vornehm diskret zurückgezogen. Dann als nächstes schickten sie Shiva und sagten, Shiva, du bist der große Vaishnava, bitte besänftige den Herrn. Shiva sagte, okay, der kam auf seinem Bullen Nandi, aber Nandi ist ein Stier und Nrisimhadev ist ein furchterregend brüllender Löwe. So als Nandi diese Form gesehen hat von Nrisimhadev, hat er vor Angst Kot und Urin gelassen und ist davon gerannt. So, das hat auch nicht funktioniert. Dann haben sie Lakshmi gebeten. Lakshmi Devi, dein Ehemann ist sehr zornig. Kannst du ihn bitte beschwichtigen, besänftigen? Lakshmi sagt, aber natürlich, mein Ehemann ist so eine gütige, liebenswürdige Persönlichkeit. Natürlich kann ich ihn besänftigen. So, sie nahm Puja Blade mit allem Zubehör und so weiter. Und sie kam hin, aber dort sah sie Nrisimhadev mit diesen zornigen Augen und von oben bis unten mit dem Blut von den Dämonen besudelt. Die Eingeweide hingen ihm als Gelande um den Hals und er brüllte. Und so, Lakshmi Devi, sie ließ verschreckt das Puja-Blade fallen und rannte davon. Sie sagte, also ich habe schon viele Formen im Herrn gesehen, aber so eine Form habe ich noch nicht gesehen. Sie traute sich nicht in seine Nähe. Dann sagten die Halbgötter, oh Prahlad, du musst gehen. Ne? Schließlich ist Nrisimhadev für dich gekommen, so bitte gehe und besänftige den Herrn. So Prahlad Maharaj ging sofort los,
sprang in Nrisimhadevs Schoß und fing an, Gebete da zu bringen. Und sobald Nrisimhadev seinen geweihten Palat auf seinem Schoß sah, sofort verflog sein Zorn und er begann zu schnurren wie ein Kätzchen und hat Prahlad Maharajs Kopf geleckt und ihm über den Kopf gestreichelt. Er sagte, Prahlad, hast du keine Angst vor mir? Und Prahlad Maharaj sagte, no, ich habe keine Angst vor dir. Das heißt, der Löwe ist für alle Lebewesen sehr furchterregend, aber für seine eigenen Kinder ist er nicht furchterregend, sondern ist er nur Papa und Mama, mit denen man spielen kann. So, die Kinder haben keine Angst vor ihm. So, auf gleiche Weise, Prahlad Maharaj hat völlig dem Herrn ergeben, völlig Zuflucht gesucht. Der ist immer glücklich, in der Nähe des Herrn zu sein. Und sofort verflog Nrisimhadevs Zorn und er war so glücklich mit seinen Geweihten. Prahlad Maharaj ki jai. Nrisimha Bhagavan ki jai. So now, Nrisimha Bhagavan now so pleased to him. And telling, oh, I want to give some benediction. We ask some benediction. Then Prahlad Maharaj telling, Prabhu, I am not a businessman, you know. I am not a businessman. So you give to something, then I can give you. But I don't want any benediction. Only you give your service. Only give service. Well, okay, don't worry. You can ask something more. Then Prabhu, if you want to give something to me, you know, this material world, everybody is suffering this material world. This all sinful activities give to me. I am take this all sinful activity and a million billions year I can go to Hellenist planet, you know. I am suffering, but you liberated to this all jiva. Then Nrisimhadev becomes so happy. Well, don't worry. No need to you take this all sinful activities and go to Hellenist planet. If you are desired, I am the million billion inverse. If you are one desired, one inverse I completely liberated. You know? But you liberated one inverse completely liberated. Take to give to place to Vaikuntha. Then you ask something. Below Prabhu, if you want to give something, oh my father is so bad person, you know, he's doing so much problem and so much give problem to me and he also gave so much problem to you also. You don't say to hell and planet, you give to liberated. Then tell you, oh Prahlad, why you ask your father? You know, because three saptavi pita puta, you are 21 generation become completely liberated. You are, you know, Suddha Bhakta, make Suddha Bhakta, and I'm telling them, Uttam Bhakta, they are 21 generation become liberated, yeah. And if some Madhyam Bhakta, they are 13. And with the Kanishtha Bhakta, they are 7 generation, don't worry, you know. You are 21 generation with them, go to back to Godhead, don't worry. So, you know, so he gave this benediction to give to the Prahlad Maharaj. So telling, oh Prahlad Maharaj, how is the glory of this Prahlad Maharaj? You know, you have so much glory of the Prahlad Maharaj. So Narada Muni fuhr fort, Prahlad Maharaj zu lobpreisen. Er sagte, oh Prahlad Maharaj. So then till asking, you ask him very kindly, no, I am not business man, not business. Nrisimhadev war so zufrieden mit Prahlad Maharaj und er sagte zu Prahlad, oh Prahlad, ich möchte dir eine Segnung geben. Was kann ich dir für eine Segnung geben? So, Prahlad Maharaj sagte, oh mein Herr, ich habe dich doch nicht verehrt, damit ich eine Segnung von dir bekomme. Bin ich ein Händler, dass ich praktisch Businessman, dass ich etwas gebe, um dafür etwas zu bekommen? Ich habe dir nicht gedient, um dafür etwas zu bekommen. Ich habe dir nur gedient, um dich zufriedenzustellen. So bitte, lass mich einfach mit meinem Dienst zufrieden sein. Der Herr Nrisimhadev sagte, oh, ich weiß, dass du mein reiner Geweihter bist, aber dennoch möchte ich dir gerne eine Segnung geben. So bitte, eine Segnung. Dann sagte Prahlad Maharaj, oh, kannst du bitte meinen Vater befreien? Mein Vater war so ein großer Dämon. Nrisimhadev sagte, Prahlad Maharaj,
jemand, der ein Devotee ist, befreit automatisch seine ganze Familie. Wenn jemand nur ein Kanishta Adhikari, anfänglicher Gottgeweihter ist, befreit er schon 7 Generationen von seiner Familie. Wenn jemand ein Gottgeweihter auf der mittleren Stufe, Madhyama Adhikari ist, dann wird er 14 Generationen seiner Familie befreien. Und ein Uttam Bhakta wie du befreit automatisch 21 Generationen von seinen Vorfahren und Nachfahren. Deswegen, Prahlad, das ist ebenfalls keine Segnung, weil dein Vater ist sowieso schon befreit, weil du so ein großer Gottgeweihter bist. Dann sagt Prahlad Maharaj, also bitte um eine andere Segnung. Prahlad Maharaj sagt, oh, Bhagavan, all diese Seelen in dieser Welt leiden ohne Ende. Ich habe einen Wunsch. Bitte gib mir all das, die Sünden, all die, das schlechte Karma von allen Seelen in diesem Universum. Und bitte, gib mir das alles mir. Ich bin bereit dafür, Millionen von Jahren zur Hölle zu gehen. Aber dafür kannst du all diese anderen Lebewesen im Universum befreien. Also Nrsingadev sagt, oh Prahlad, ich habe so viele Universen, unzählige Universen. Wenn ich ein Universum befreie, das ist kein Problem für mich. Aber du musst nicht leiden für all diese Seelen. So, hier gelingt Prahlad Maharaj. Ja, Prahlad Maharaj, he is the, you know, Vaman Dev, he became gatekeeper. You know? He became gatekeeper of the Siddha Bali Maharaj. And in our India, who is the gatekeeper? He is a very ordinary person, you know, the gatekeeper. But why Lord himself, he became gatekeeper? Why? Only for Prahlad Maharaj. Only for Prahlad Maharaj. So only for Prahlad Maharaj, he became gatekeeper. And why this is the... This is the rule. You are always follow the order of Gurudev. If somebody Gurudev gave order, you are try always follow to Gurudev order. But when Vaman Dev, he are coming, taking some benediction, yes, benediction, and when Bali Maharaj understand who is the that person, Shukracharya telling, oh Bali, you know who is this person? He is an ordinary person. When this is the coming, when nectar came out, this is the ocean, you know, nectar came out of ocean. That time, Lord, he takes the form of Mohini. And telling, oh, you can make 2 lines, I can distribute this is the nectar. Then what he did? This all nectar he gave to, demigod gave. He did not give to demon this nectar. So telling, you know, that time he cheat you. Then telling, that time he cheat, you understand? That time he cheat you. So now same this is the Lord. Now he take the form of Brahman, you know. He is not an ordinary person, he is himself supreme personal Godhead. Never you give the benediction, you know. Now he only want 3 in a food place, you know, 3 food. This is the land. But you know 3 food take the whole universe take from you. So never give to him. Then Bali Maharaj became so happy, oh, himself Narayan, he came to me, asking, begging some, you know, beggar, I must I gave to him. Why? Whole universe belongs to whom? Narayan belongs to him, everything Narayan. If you want, he can take everything. But now you are in beggar now, himself Lord, he is a beggar. So I must want to give you. Then Shukracharya telling, I am the guru, you know. Necessary always you are following order of Gurudev. The scripture telling, if you don't follow the order of Gurudev, then you can go to hell's planet. I am your guru. So you are trying to disobey to my order. Then tell you, don't worry, I don't want to follow any your order. But I want must give some chariot to Lord. Then Shukracharya, he gave cups to him. You are Sri Bhrashta. You know Sri Bhrashta? Lakshmi completely, you are telling. Devoid of all wealth. Lakshmi. So he accept this benediction. Okay, but I must want to get to, you know, get to such chariot to Lord. Why he is the
you know, why the Bali Maharaj, you know, Bali was disobedient to Gurudev. Gurudev disobedient to Gurudev, only for Lord. And why Prahlad Maharaj came, you know, this line, this Prahlad Maharaj, this line to come, this Bali Maharaj, even to disobey, but he have nothing happening, anything, you know. When somebody disobeyed Gurudev, there could be hellish plan, but always Lord is the protect to Bali Maharaj. Now he became the gatekeeper of the Bali Maharaj, you know, gatekeeper of the Bali Maharaj. So this is the last, this lotus feet, last he lotus feet, then this two, you know, two feet he take the whole universe, he take. Now no place. But he, before he the promise, I gave 3 foot to you, but two feet he take everything. Now 1 feet telling, oh Bali Maharaj, Narayan asking, where I gave you my lotus feet, now at 2 feet I take everything. But this wife is a very good person, very good devotee. Then this wife tell Prabhu, what you gave to Lord? The whole world belongs to Lord. Lord, we take the whole world. This is the belongs to everything, Lord. What you gave to Narayan? So tell, what I gave, will you tell? This lotus feet gave to your head. No, this is the good wife, you know. This wife is such a good wife, you know, who is always help to his spiritual life, you know. Always, this wife is a rare wife there. This is the telling, this is the good wife. So become so happy. Well, oh Prabhu, now your lotus feet you gave to my head. Now this lotus feet is a very, very rare. Telling Brahma, Sambhu, Amarpati, Ganesar, Chitapita, you know. This lotus feet is the Brahma, Jadevi, Samadhisu, Vidhirapi, Pasyati, Natava, Nakhagramariji. You know, this slope telling is the even effulgence of toe, even Brahma cannot take darshan. Who is lotus feet? Brahma, Sankar, Lakshmi, they are want take darshan, they cannot take darshan of this lotus feet. Now this lotus feet, he gave head of this the Bali Maharaj. You know, then all demigod when he saw, oh, Bali Maharaj is so fortunate that everybody showering this flower, telling Bali Maharaj, the king, judge. So telling why Lord he gave this lotus feet to Bali Maharaj, only one reason. You know, he came to line up, he's the sons of this is the Prahlad Maharaj. So only he gave this lotus feet to the head of Bali Maharaj. You know how you are very glorious. So Narada Muni beschrieb weiter die Herrlichkeit von Prahlad Maharaj. Er sagte, du bist dem Herrn über alle Maßen lieb. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis ist zum Beispiel dein Enkelsohn Bali Maharaj. Dieser Bali Maharaj, der Herr, höchste Herr, Vamandev, willigte ein, Bali Maharajs Torwächter zu werden. So ein Torwächter normalerweise ist eine sehr gewöhnliche Stellung. Also ich meine, die Torwächter ist ja nichts Spezielles. Ne? Die sind nicht besonders gut bezahlt. Die sind nicht besonders hoch angesehen. Die sind halt die Türwächter. So, wie kommt es, dass der höchste Herr einwilligt? Wie kommt es, dass der Höchste Herr einwilligt, der Torwächter von Bali Maharaj zu werden, aus Zuneigung zu Prahlad Maharaj? Weil Bali Maharaj Prahlad Maharajs Enkelsohn ist, und deswegen hat sich der Herr bereit erklärt, sogar so eine Stellung, so eine Position für Bali Maharaj anzunehmen. Dann außerdem, dieser Bali Maharaj, er folgte nicht seinem Guru. Wir kennen die Geschichte, als der Bali Vamandev kam zu Bali Maharaj und bat ihm um 3 Schritte Land. Und Bali Maharajs Guru Shukracharya, der warnte ihn. Und er sagte, oh Bali, erinnerst du dich, einmal als ihr zusammen mit den Halbgöttern den Nektarozean gequirlt habt? Zu der Zeit kam dieser Topf mit Nektar und die Mohini Murti ist erschienen. Der höchste Herr hat eine Form einer wunderschönen Frau angenommen
Mohinimurti und hat diesen Topf von Nektar angefangen zu verteilen. Aber sie hat den ganzen Nektar nur den Halbgöttern gegeben und nichts davon den Dämonen. So, die hat die Dämonen alle betrogen. Erinnerst du dich, Bali? Schon damals hat der Herr Narayan euch betrogen. Jetzt kommt er wieder in dieser Form als Vamadeva und er will dich wieder betrügen. Er sagt, er will nur 3 Schritte Land. Aber Vishnu ist sehr trickreich. Der wird euch alles wegnehmen. Bali Maharaj sagt, oh, das gehört sowieso alles dem höchsten Herrn. So, wenn er jetzt selbst zu mir kommt und mich bittet, dann soll ich ihm das nicht geben? Natürlich sollte ich ihm das geben. So, dann wurde Shukracharya sehr zornig und er sagt, oh, ich bin dein Guru und du musst deinem Guru gehorchen. Bali Maharaj sagte, no, sorry, aber ich gehorche dir nicht. Ich gebe alles Sri Vishnu. Dann verflucht ihn Shukracharya und sagt, oh, du wirst Sri Brashta sein, du wirst all dein Reichtum, du wirst alles verlieren. Bali Maharaj faltete seine Hände und gab den Vamadeva seine 3 Schritte Land. Obwohl er praktisch von seinem Guru verflucht worden war und seinem Guru nicht gehorchte, normalerweise wird das Leben zerstört, wenn man so etwas tut. Aber weil er der Enkelsohn von Prahlad Maharaj war und durch Prahlad Maharajs Barmherzigkeit wurde er nicht, wie sagt man, kam kein Ergebnis, sondern vielmehr wurde er Bali Maharaj glorreich und auf der ganzen Welt gerühmt. Und schließlich Vamadeva nahm mit 2 Schritten nahm das ganze Universum. Er sagte, du hast mir 3 Schritte versprochen. Aber mit 2 Schritten habe ich schon alles genommen. So wusste ich meinen 3. Schritt hinsetzen. Zu der Zeit kam Bali Maharajs Frau. Bali Maharajs Frau war sehr großer Gottgeweihter und sehr intelligent. Sie sagte zu ihrem Ehemann, eigentlich hast du dem Herrn noch gar nichts gegeben. Du hast ihm zwar 2 Schritte Land gegeben, aber ihm gehört sowieso schon alles. So, eigentlich hast du ihm gar nichts gegeben. So, wenn du intelligent bist, dann bietest du dem höchsten Herrn deinen Kopf an für den 3. Schritt. Maharaj sagt, so eine Frau ist sehr, sehr selten. Wenn man eine Frau hat, die ein großer Gottgeweihter ist, dann kann man sich sehr glücklich schätzen. Denn die wird einen immer beschützen im spirituellen Leben. So, Bali Maharaj war sehr glücklich, als seine Frau ihm so tadelte. Und sofort bot er seinen Kopf Vamadeva an. Und dann hat Vamadeva seine Lotusfüße auf seinen Kopf gestellt. Das ist nichts Gewöhnliches, die Lotusfüße von Krishna auf seinen Kopf zu bekommen. Der Rupa Goswami sagt, Yadyapi samadishu vidyapi pashyati natava nakaka maritim. Selbst Brahma, Shiva und andere große Persönlichkeiten, selbst in ihrer tiefsten Meditation sehen sie vielleicht gerade mal einen Strahl von dem Leuchten von den Zehennägeln vom höchsten Herrn. Bekommen sie einen kleinen Schimmer, können sie manchmal sehen in ihrer tiefsten Meditation. So selten sind diese Lotusfüße des Herrn. Und genau diese Lotusfüße hat der höchste Herr auf Bali Maharajas Kopf gestellt. Sowieso bekam Bali Maharaj solche spezielle Barmherzigkeit vom Herrn? Was hat er dafür getan? Die Antwort ist, nur ein Grund dafür, dass er der Enkelsohn von Prahlad Maharaj war. Und Prahlad Maharaj dem Herrn so lieb ist, dass er auch Bali Maharaj alle Barmherzigkeit gegeben hat. Prahlad Maharaj ki. Jai. Bali Maharaj ki. Jai. So, here tell you the Banasur, you know Banasur? So Banasur, he do worship the Shiva. He do worship the Shiva. One time what happening? This is the Banasur, before his 2 hands and playing drum. And playing drum. Then Shiva is the great devotee of Krishna. Now he's very nicely dancing. And dancing, now Shiva becomes so happy. Oh, only 2 hands is playing drum, you know. Then I dancing the Krishna Prema, I dancing. If there are 1,000 hands, then what happening? When 1,000 hands is playing drum, then I very nice like I dance. Then Shiva, he gave to benediction to Vanas, oh, you have now, until today, you are 1,000 hands. And playing drum, I am nice dancing.
But when you give 1,000 of, you are so strict now, very powerful demon. And the whole world he conquered. When you go to somebody, to fighting everybody, run away. Last telling, oh Shiva, you gave this strength, you gave to me, but nobody equal to now me with fighting. My hand is itching now, you know. I want to fight to somebody, but nobody in this world can fight with me. Then Shiva became so angry, well, I don't give this strength. So he playing music, I want dancing. Now you want to fight with me? Well, okay. One day comes such a day, you know, who is defeated him, you know, one day. So now his daughter is the Usha, you know, she's a very beautiful look like. So they are so very, this pastime, all pastime, you know. So he is telling, so when this Aniruddha, you know, Krishna's son, and one thought with Usha saw the dream, very beautiful boy, and coming to me and gave so much love. Now this is the Sakhi Chitra. He take out, you know, bring out this is the Aniruddha this house. After now when Banasuri understand put in jail, when Narada go telling, you know, told this everything to Krishna, now Krishna coming with this all soldier. Now there big fight with one side is the Krishna, Baladev Prabhu, and Aniruddha Pradyumna, you know, there's the everyone side. Another side is the Shiva himself takes the side of Banasur, and the Kartik, Ganesh, Mother Devi, and Banasur, this all party one side, the big fight, you know, big fight. Last, Krishna, everybody defeated, and they take the Sudarshana Chakra and give the order. Now the Sudarshana Chakra cut this all on the Banasur. And Banasur, then now only two hands left. Then Shiva himself come there and go, oh Prabhu, he is my devotee, you don't kill to him. Then tell Krishna, I don't want to kill to him. Why? He coming to dynasty of Prahlad Maharaj. I gave to benediction to Prahlad Maharaj. If your dynasty coming in any demon, I never killed him. You know, I gave this benediction to Prahlad Maharaj. So I don't kill to him. Why? He is my devotee dynasty. Only he has so much proud. I want to finish this proud, you know. Last is the Bana, this is Shiva telling, oh Prabhu, forgive to him. And now you take your lotus feet, give it a shelter. Now, until he says, now here, this is your devotee. So he tell you why he don't kill the Banasura. One reason is the came for dynasty of Prahlad Maharaj. So he did not kill to him, and he gave to Benedict Central. You know? So, then he's telling that this thing telling Shiva himself tell, you know. Shiva this tale to this Narada. But this is the so much glory here, for this is the Prahlad Maharaj. If you saw some devotee, you can go to Sutal Lok, you know. Lord he gave to Prahlad Maharaj place in the Sutal Lok. Now you can go to Sutal Lok. Now you saw to Prahlad Maharaj how he the great devotee of Lord. Then Narada when listening to this thing, take this Veena, now he chanting this name of Lord. Now he try to go to Sutal Lok, telling, oh, be careful. What? Tell to Prahlad, tell to Narada Shankar, you don't offering obeisance to Prahlad Maharaj. Why? Prahlad Maharaj is your disciple. Prahlad is your disciple. Don't offering obeisance. Yeah? Why? When you go to any devotees, he offering this obeisance, but you don't offering obeisance to Prahlad Maharaj. Now Narada take this Veena. We are chanting this Lord's name, now he entered the Sutal Lok. So, also, Narada Muni, eigentlich ist er noch nicht bei Prahlad Maharaj, sondern er ist noch bei Lord Shiva. Und Shiva erklärt ihm, warum Prahlad Maharaj so ein großer Devotee ist. So, Shiva erklärt weiter, die Herrlichkeit von Prahlad, und er sagt, einmal gab es einen großen Dämon, sein Name war Banasur. Dieser Banasur, der war ein Verehrer von Shiva. Und einmal passiert es, dass Lord Shiva tanzen wollte und Banasur spielte Trommel. Und er spielte so gut Trommel und Lord Shiva tanzte in Ekstase und er war so glücklich, er dachte sich, oh, mit zwei Händen kann dieser Banasur schon so gut trommeln.
was wird erst passieren, wenn ich ihm mehr Hände gebe? Dann, wie toll kann ich dann für Krishna tanzen? Also gab er Banasura 1000 Arme. Mit diesen 1000 Armen begann er für Lord Shiva zu trommeln und Lord Shiva ist sehr glücklich und hat ekstatisch getanzt. Aber das Problem war, dass dieser Dämon jetzt mit seinen 1000 Armen, der wurde sehr stolz und sehr mächtig. Und er fing an, die ganze Welt zu erobern und überall alle zu unterdrücken und Schwierigkeiten zu bereiten. So schließlich, es kam dazu, dieser Dämon Banasura, der hat eine Tochter, die hieß Usha. Und diese Tochter Usha, die hatte eines Nachts einen Traum. Und in diesem Traum sah sie einen wunderschönen Jüngling, schwärzliche Haut und von edler Gestalt. Und dieser Jüngling, der saß mit ihr zusammen und war so liebenswürdig und aufmerksam. Und auf der Stelle hat sie sich unsterblich in den verliebt. Also am nächsten Morgen erzählte sie ihrer Freundin Chitta von ihrem Traum. Und sie sagte, ich muss diesen Mann treffen, egal wo er lebt. So ihre Freundin Chitta, die war sehr begabt. Die begann verschiedene Persönlichkeiten aufzumalen. So sie malte Halbgötter, sie malte die Dämonen, sie malte die Nagas und andere himmlische Wesen. Und immer sagte die Usha, nein, das ist ja nicht. Schließlich begann sie, die Könige auf der Erde zu malen. Dann schließlich kam sie dann zur Yadu-Dynastie. Und dann begann sie, die Mitglieder der Yadu-Dynastie zu malen. Und dann, als sie schließlich Pradyumna malte, Pradyumna ist der Liebesgott, so dann errötete die Usha ein bisschen, sagte, fast, aber nicht ganz. So schließlich malte sie Pradyumnas Sohn Aniruddha. Sag ich, das ist ja. So die Chitta, die war eine Yogini, die hatte mystische Kräfte, so wie sie tat. Sie ging in unsichtbarer Form nach Dwaraka. Und dort in Dwaraka, dann kidnappte sie, heimlich im Schlaf kidnappte sie den Aniruddha und brachte ihn zu Usha ins Schlafzimmer. So, Aniruddha wachte auf und war plötzlich in Ushas Schlafzimmer. Usha sehr glücklich, Aniruddha hatte auch nichts dagegen. Diese Usha war sehr schön. Und so blieb er dort im Palast. Aber irgendwann fanden sie es natürlich raus, dass ein Mann bei der Usha in ihren Gemächern wohnt. So, als sie es hörten, wurde der Vater Banasura unglaublich zornig. Erst schickte er seine Soldaten, aber Aniruddha war auch großer Krieger, nahm eine Eisenstange und praktisch schlug alle zurück. Aber schließlich kam Banasura mit seinen 1000 Armen und er nahm Aniruddha gefangen und sperrte ihn ein. Narada Muni kam zu Krishna und sagte, weißt du, was passiert ist? Dein Enkelsohn Aniruddha wurde von Banasura gefangen genommen. So, Krishna kam mit seiner gesamten Armee, mit Balaram, mit Pradyumna, mit den Yadus, Satyaki, kam er zum Königreich von Banasura und sagte, gebt Aniruddha zurück. Aber Banasura sagte, no, will nicht zurückgeben, der wird bestraft. So, dann kam es zu einem großen Kampf. Und Banasura war ein großer Geweihter von Shiva, so auf Banasuras Seite kämpften Shiva, Shivas Söhne, Ganesh und Kartikeya, auch Durga Devi kämpfte ebenfalls. Und auf der anderen Seite Krishna, Balaram und die Yadu-Dynastie. So, es gab einen gewaltigen, riesigen Kampf. Und schließlich Krishna besiegte alle. Schließlich war nur noch der Banasura übrig mit seinen 1000 Armen. Und Krishna nahm sein Sudarshan Chakra. Das Sudarshan Chakra begann, alle seine Arme abzuschneiden, bis schließlich nur noch zwei Arme übrig waren. Und dann betete Shiva zu Krishna und sagte, oh, das ist mein Geweihter, der Banasura ist mein Geweihter. Bitte, gütigerweise, lass ihn am Leben. Krishna sagt, ich werde ihn nicht töten. Warum? Weil er ist in der Dynastie von Prahlad Maharaj erschienen.
Warum Prahlad Maharaj ist mir so lieb, ich habe ihm die Segnung gegeben, dass ich niemals einen Dämon in seiner Dynastie töten werde. Also deswegen hat Krishna den Banasura nicht getötet, sondern sagt, ich habe ihn nur sein, er war so stolz auf seine 1000 Arme, so ich habe nur seinen Stolz fortgenommen, aber ich weiß, dass er dein Geweihter ist und deswegen bin ich ihm barmherzig. So, das wird beschrieben, die, wie lieb Prahlad Maharaj dem Herrn ist. So, Shiva sagte, geh zu Prahlad Maharaj, wenn du einen großen Devoti sehen möchtest, dann geh zu Prahlad Maharaj. Aber sei vorsichtig, wenn du zu Prahlad Maharaj kommst, bring ihm nicht deine Ehrbietung dar. Wieso nicht? Und wenn man zu einem Devoti geht, soll man seine Ehrbietung darbringen. Aber Prahlad Maharaj ist Narada Munis Schüler. Und der Guru sollte seinem Schüler nicht Ehrbietung darbringen. Kein Schüler kann er tolerieren, dass ihm sein Guru Ehrbietung darbringt. So, deswegen geht zu Prahlad, aber bring ihm keine Ehrbietung dar. Okay, Prahlad Maharaj ki. He told. Then Shiva he told you, you can go to now Prahlad Maharaj present in Sutallo. You can go to there and you don't offer the obeisance to him. Then he becomes of the disturbed. Yes, I told you. So when he went to Sutallo, then he saw, you know, there is the 9 kind of leaves of bhakti, Sravanam, Kirtanam, Vishnusmaranam, Pada Savanam, Archanam, Vandanam, Dasya Sakya Atma Nivedanam. This is the 9 leaves of bhakti. But this Prahlad Maharaj bhakti is the Smaranakya bhakti. You know, Sravan Kirtana, Smaranakya bhakti. Sravan is the who? Sravan Parikit Maharaj. Kirtana is the Sukhdev Goswami. Smarana is the Prahlad. And the Pada Savan, Lakshmi. Dasya, Archanam. Archana is the Prithu Maharaj, and Pada Savan is the Lakshmi, Sakha is the Arjuna, Bandhanam is the Akrur. You know? So this is 7 limbs of bhakti, but one man devotee, only one limbs of bhakti are attained to learn. The Prahlad Maharaj bhakti is the Sravanakya bhakti. Next is the Smaranakya bhakti, always is the remembering to learn. So when Prahlad, when the Narad, he went to Sutalok, then he saw Prahlad Maharaj completely, you know, sit down one place and he is remembering to learn. And then Narada Rishi, he is going to there and telling, oh Prahlad Maharaj ki jai. But when gave jai, then Prahlad, when he saw, oh, is my Gurudev coming? Yes, today is very fortunate, my Gurudev is the coming. Then Prahlad Maharaj is the stand up. But Narada, he was offering overseas, you know. Then Prahlad Maharaj opened to Narad and he embraced to see Narad Rishi. Then Prahlad Maharaj, he gave asan to this is Narad Rishi. Then telling, oh, then Narad is trying to start to glory of Prahlad Maharaj. Oh, how you are glories. How you are glories. Well, only age of 5 age old, you are take darshan of the Lord, you know. But our scripture telling, Janam Janam Muni Jatana Karai Antaram Kami Avatana Mini Muni Rishi, not one life and life they are being very great yesterday to attend to Lord. He cannot, you know, they cannot take darshan of Lord. Only your age of 5 year old age, you are take darshan of this Lord. So you are how the glory you are, you know, how the glory is. And mostly like this, her age now? 7. Now what is he doing? Always playing, here going here and there, you know. They're going here and there. Mostly person they're not doing bhajan, they're a childhood. They're playing only, but when only 5 year old oars, you know, that bhakti is very pure bhakti, nice bhakti. Not only doing bhakti, he also made to all demigod, he make a devotee, you know. He got such a strict sign. All demigod, son of demigod, they are completely, the demons, even if it's demons, children, they are everybody made to devotee. Then you saw how your glory, you know, so you are very, very fortunate. So, Narada Muni kam zu Prahlad Maharaj nach Sutala Loka. Und in Sutala Loka sah er Prahlad Maharaj
ist immer praktiziert Smaranam. Es gibt 9 Arten von Bhakti. Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Achanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Und es gibt in jedem Vorgang, 9 Vorgang, gibt es einen berühmten Devotee, der durch diesen Vorgang die Vollkommenheit erlangt hat. Sravanam bedeutet, über Krishna zu hören. Wer hat Vollkommenheit durch Hören erlangt? So, dann wer hat Vollkommenheit durch Sprechen erlangt? Subhadev. Dann durch Smaranam, sich erinnern? Pranadmahat. Dann Padasevanam, den Lotusfüßen des Herrn dienen? Lakshmi. Dann Achanam, durch Bildgestaltenverehrung? Prittumaharat. Vandanam, Gebete darbringen? Akrua. Gebete darbringen? Akrua. Atnam, Vandanam. Dasyam, der Diener des Herrn werden. Wer hat Vollkommenheit dadurch erreicht? Hanuman. Dann Sakyam, Freundschaft schließen mit dem Herrn? Arjuna. Und Atmanivedanam, sich vollständig ergeben? Badi Maharaj. Ja. So, und Ambarish Maharaj hat alle 9 Vorgänge praktiziert und dadurch Vollkommenheit erlangt. So, Prahlad Maharaj ist das Beispiel für Smaranam. Ist immer völlig vertieft in Erinnerung an den Herrn. Als Narada Muni nach Sutala Loka kam, sah Prahlad Maharaj sitzen, völlig vertieft in Erinnerung an den Herrn. Und er fing an, ihn zu verherrlichen. Prahlad Maharaj ki jai. Prahlad Maharaj öffnete seine Augen und sah, dass sein Gurudev gekommen war. Und voller Freude erhob er sich. Narada Muni wollte ihm eigentlich sofort Ehrbietung darbringen, aber dann hat er sich schnell zurückgehalten. Und stattdessen hat Prahlad Maharaj ihm Ehrbietung dargebracht und Narada Muni hat seinen Schüler umarmt. Narada Muni dann fing an, Prahlad Maharaj zu verherrlichen, sagte, oh Prahlad, du bist so ein großartiger Gottgeweihter, dass selbst im Alter von 5 Jahren bist du schon völlig Krishna-bewusst. Normalerweise, kleines Kind, da weiß nichts groß über Bhakti, spielt den ganzen Tag. Aber Prahlad Maharaj hat nicht gespielt, schon im Alter von 5 Jahren war ein großer Gottgeweihter. So ein Gottgeweihter, dass er sogar die Kinder von den ganzen anderen Dämonen, die mit ihm zusammen waren, auch alle zu Gottgeweihten gemacht hat. Und schon im Alter von 5 Jahren. Okay. That even age of 5 he made everyone else devotees, all the sons of the demons. They also became devotees because of him. Yeah. So telling of Prahlad, you are a very great devotee. And mostly you can look this material world, yeah. And when somebody doing bhajan, and if there is a little bit problem, then what happening? Then you are left the spiritual life. You are worshipped to so much Lord, always chanting his name, always kirtan his name. But why Lord you give this problem to us? Why you give the problem to us? If a little bit is some difficulty, then you are never left eating. And never it left sleeping, and never it left this moving, everything is still doing, only you are trying to left this Hari Bhajan. Then you can left Bhajan. But Prahlad Maharaj, when coming so much problem, everybody know what kind of problem is the coming, you know. This is the, he put the fire to him, put the jail to him, front of the lion, front of snake, put the ocean. Doing so many people, he tried to kill to Prahlad Maharaj, but Prahlad Maharaj never left this bhajan. This bhajan always keep this one bhajan. So telling, you know how coming so much problem in your life, but you never left your bhajan. Continue doing bhajan. For you are telling, oh Lord is the everywhere. You know, we are telling, Lord is the everywhere, present is the everywhere, Lord is the present. Who established this thing? Prahlad Maharaj established.
When Hiranyakasipu said, "Why are you so large?" And Prahlad said, "Tell him, why are you not my large? My Lord is the present everywhere. Well, your Lord present is the pillar." Well, yes, I have saw. I have saw the presence. You know, nursing about my Lord is there. Then he will musti. When he beat, then the nursing Maharaj is the manifested from this pillar. You are tell this thing everyone Lord. But who is the established this thing? Is the Prahlad Maharaj is the established this thing. Lord is the everywhere. So you are so glorious, you are so glorious. Prahlad Narada Muni verherrlicht Prahlad. Er sagte, normalerweise die unsere Bhakti in dieser Welt, sobald irgendwelche Schwierigkeiten kommen, dann geben wir sehr schnell unseren Bhajan auf. Wir denken, oh, ich chante jeden Tag, ich verehre den Herrn, ich folge allen Regeln, aber wieso kommen jetzt solche Schwierigkeiten in meinem Leben, wieso beschützt der Herr mich nicht? Und dann hören wir auf, Pattern zu machen, ne, wenn irgendwelche Schwierigkeiten kommen. Andere Sachen geben wir nicht auf. Zum Beispiel nur zu essen ist auch große Schwierigkeiten. Manchmal werden wir krank, Magen. Aber deswegen hören wir nicht auf zu essen. Oder wir hören nicht auf zu schlafen. Aber wir hören schnell auf mit unserem Pattern, wenn irgendwelche Schwierigkeiten kommen. Aber Prahlad Maharaj, obwohl er nur 5 Jahre alt war, und solche Schwierigkeiten, er versucht ihn umzubringen, auf viele Art und Weise ins Feuer zu schmeißen, in siedendes Öl zu stecken, von den Klippen zu werfen und von Elefanten zertrampeln lassen. Aber trotzdem hat er niemals aufgehört, mit seinem Bhajan niemals aufgehört, den Herrn zu verehren. So, und das ist deine Herrlichkeit, Prahlad. Und danach? Und Prahlad Maharaj, wir hören oft, dass der höchste Herr über alles, ne? Und es wird, jeder weiß das, der höchste Herr ist überall, aber wer hat das eigentlich etabliert oder wer hat den Beweis dafür gegeben, dass der Herr tatsächlich überall ist? Das war Prahlad Maharaj. Denn Nrisimhadev fragte, Hiranyakashipu fragte Prahlad, wo ist dein Herr, von dem du immer sprichst? Immer sprichst du von irgendeinem Wesen über mir, irgendeinem Gott. Wo ist dieser Gott? Prahlad Maharaj sagte, der höchste Herr, mein Herr ist überall. Und er schaut auf diese Säule. Und Hiranyakashipu fragte, so, ist er auch in dieser Säule da? Prahlad Maharaj sagte, ja. Er hat ihn dort gesehen, er hat Nrisimhadev in der Säule gesehen. So, er sagte, ja, mein Herr ist auch in dieser Säule. Hiranyakashipu, so zornig, mit seiner Faust hat er gegen diese Säule geschlagen, und aus dieser Säule kam Sri Nrisimhadev raus, hat laut gebrüllt und den Dämonen zerrissen. Bhagavan ki. John. So, when, you know, when telling so much glory of Prahlad Maharaj, who is telling this glory? Narada, you know, Narada. And if Gurudev, he doing glory of the disciple, you know, this is the one nature of a devotee. What is the nature of a devotee? He cannot listen to his own glory. Always he try to glory to anybody, somebody. But this is the net nature of the devotee. He listening to his own glory. And who is the doing glory? Is the Gurudev, he doing glory. But cannot this thing never tolerate any disciple, you know. This is the one nature of a devotee, you know. Why this devotee don't want to listen to his own glory? Yeah, own glory, you know. This is nature of devotee is the Trinatha Vishunichena, Tarara Vishaisnuna, Amaninang Maana Dena Kirtaniya Sadari. They are always try to glory to somebody else. He don't want somebody glory to me. So when he listening to his own glory, this ear, you know, put this in this finger, put this ear. Ram, 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 Ram. You know, how my Gurudev doing glory to me,
then this is the one nature of this is the bhakti before you heard when coming so much fruit to tree, this is the bow down, you know. It's bow down, not stand up, it's bow down. Then Prahlad Maharaj, and now one telling what is the so much fault to me. Always devotee looking his own fault, not looking to somebody else's fault. Always saw the own fault. Now Prahlad Maharaj, one tell to know how much fault to me. You're telling I am great devotee. You're listening. I am not devotee, no. I am nothing, one drop of bhakti. I have so many offense I did. What is the fault of me now, Prahlad Maharaj, one tell. So Narada Muni begann Prahlad Maharaj zu verherrlichen. Aber es ist die Natur von dem Devoti, dass er es nicht ertragen kann, wenn er verherrlicht wird. Devotis sind immer demütig. Trinat api sunitina taror api sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadhari. Devotis möchten immer andere verherrlichen. Sie möchten nicht über ihre eigene Herrlichkeit hören. Und schon gar nicht in dem Fall, wenn der eigene Guru anfängt, über eine Herrlichkeit zu sprechen, sondern der Devoti denkt, oh mein Gott, mein Guru verherrlicht mich, das ist entweder veralbert mich, Gurudev, wie sagen wir, oder kritisiert mich eigentlich, oder ja, der Devoti ist sehr, sehr unglücklich, wenn er so etwas hört, wenn der eigene Guru ihn verherrlicht. Der Devoti spricht niemals über Fehler von anderen, der Devoti spricht immer über die guten Sachen, über die guten Eigenschaften von anderen. Aber gleichzeitig denkt er nie, dass er selbst Devoti ist. So Prahlad Maharaj steckte seine Finger in die Ohren und sagt, no, eigentlich bin ich überhaupt kein Devoti. Ich habe so viele Fehler, so viele schlechte Dinge in mir. Das ist die Natur von Devoti, wie der Baum, wenn er viele Früchte trägt, dann beugt er sich zu Boden, neigt er sich zu Boden. So genauso der Devoti, der so viele gute, je mehr er Bhakti besitzt, umso mehr denkt er, dass er gar keine Bhakti besitzt, umso mehr hält er sich für gefallen und voller schlechter Eigenschaften. So Prahlad Maharaj sagt, oh Gurudev, das ist, bitte verspotte mich nicht, du weißt doch, was ich für ein Schurke und Halunke bin, was für schlechte Eigenschaften ich habe, wie viele Vergehen ich begehe. Und dann begann Prahlad Maharaj über zu erzählen, wie er eigentlich überhaupt kein Devotee ist. Yes, Prahlad Maharaj ki jai. Narsingh Dev ki jai. Now, Prahlad Maharaj, you are telling the own fault. Hello, you are telling when I only 5 years old age that I can do bhakti. But telling when with some small boy, sometimes when looking, when small boy, small girl, oh, they are put tila, they are chanting holy name, and doing bhajan. But when the little bit big, then completely, you know, that time you cannot, and when a small boy will tell, oh, my son, my daughter is a good devotee, now he's chanting, listening Harikatha. But when little bit grow, then sometimes what happens? If some associate somebody, then sometimes completely they have left the spiritual life, you know. They're completely atheist, you know, completely atheist. So Prahlad Maharaj telling, you telling, oh, when I have the young age, 5 years old age, I doing bhakti, you know. That time bhakti is not pure bhakti, you know. That time the mind is the restless mind, you know, restless mind. That time bhakti is not pure bhakti. So I small, that time very small. So this time bhakti is not, and smaranakya bhakti. If they are smaranakya bhakti, below smaranakya bhakti is the topmost bhakti. You know? Why? This is the, when doing smaran, then what happened you saw? Mind going here, there are so many thinking in mind. So this bhakti is not also topmost bhakti, not is the smaranakya bhakti. Lai, bhikhev, apratipati, kasai, rasaswad, so many obstacles come in this smaranakya bhakti. You are telling, Nrisingadev manifested for me? No. Nrisingadev not manifested for me. He that manifested from this chatu, this is the Jai and Vijay. No? You are no. When Jai Vijay entered this Vaikuntha, that time they stopped the way of Chatusa. So they are cursed to them, you know. You are become demon. Then Narayan, when coming, will eat, you are going my devotee. After 3 births, you can return. If my devotee, seventh, after 7th birth,
And if my enemy, then after three births, he can come here. What do you want? Well, Prabhu, I want very quickly, I want to come. So, Lord, fast the Hiranyakasipu fast. So why is the nursing there manifested? So is the manifested, he are liberated to Jay and Vijay, so they are manifested. They are not manifested to me, They are manifested to why this is the Jay and Vijay. Not manifested by me. Prahlad Maharaj sagte, also Gurudev, du sagst, dass ich mit 5 Jahren schon so ein großer Devotee war. Aber kleine Kinder kann man nicht ernst nehmen. So ein kleines Kind, man sieht oft diese Kinder, die machen sich Tilak drauf und Japamala und Tenten, Hare Krishna, Hare Krishna. Aber dann ein paar Jahre später, dann sind sie vielleicht genau das Gegenteil. Dann werden sie große Atheisten und wollen überhaupt nichts mehr mit Bhakti zu tun haben. Kleine Kinder sind von Natur aus flackerhaften Geist. Die sind einen Tag so, so das kann man nicht wirklich ernst nehmen. Außerdem, meine Art von Bhakti ist Smaranam, sich an den Herrn zu erinnern. Und diese Smaranam-Bhakti ist auch nicht so hochwertige Bhakti, weil im Smaranam sich einfach nur erinnern an den Herrn, so viele Hindernisse, sehr leicht tut der Geist abweichen. Das heißt, wenn man laut den heiligen Namen chantet, Kirtanam, beim lauten Chant von heiligen Namen, ist diese Art von Bhakti sehr stark, weil der Geist bleibt fixiert, er kann nicht wegwandern, vor allem wenn man mit anderen zusammen Kirtan macht. Aber wenn man nur sich im Geist erinnert, dann gibt der Geist so viele Arten von Ablenkung, die es gibt, so viele Arten von Hindernissen, beim Erinnern. So deswegen meine Art von Bhakti, Smaranam, ist nicht besonders stark. Und außerdem. So, why? Das Lord manifested for me, will you know? Und außerdem sagst du, dass der höchste Herr in der Shingadev für mich erschienen ist? Aber das stimmt gar nicht. Warum ist der höchste erschienen nicht für mich, sondern seine lieben Diener? Jai und Vijay, die wurden verflucht, in diese materielle Welt herabzukommen. Und der Herr Narayan sagte, entweder ihr müsst, dieser Fluch wird seine Wirkung haben, so, aber ihr könnt euch aussuchen, entweder ihr geht in diese materielle Welt für drei Leben als Dämon oder für 7 Leben als Gottgeweihte. So, sie sagten, Herr, wir wollen möglichst schnell wieder zu dir zurück, deswegen lieber 3 Leben als Dämon. Und damit seine Geweihten, seine lieben Diener, Jain Vijay, wieder schnell zu ihm zurückkommen, erschien Shri Shingadev in diese Welt und tötete Hiranyakashipu. So nicht für mich, sondern für seine Gefährten, Jain Vijay, ist der Herr erschienen. Prahlad Maharaj ki. Jain. So, Prahlad Maharaj telling, you are telling, Lord, he has so much mercy to me, the noble wife. After Narsingh Dev, he gave to Prahlad Maharaj to Sutallok. Sutallok. Sutallok meaning, what is the opulence of this heaven planet? More than. Even Brahma Lok also not like the opulence. Which kind of opulence present in the Sutallok? Very big opulence there. Very opulence there. So he gave to me the Sutallok. There's so much opulence. But Lord, when Indra being offense, and when Indra he came to Krishna, telling Prabhu forgave to me, that time Krishna he told, Jasya Anugirnam Harisetad Dhanamsam. When is my pure mercy? When I gave to somebody's mercy, I have never given to so much wealth to me. Tad Dhanamsani, meaning this all wealth I have taken away. This is all wealth. Well, why? Well, this is the nature of wealth. We are saying more wealth. Very difficult to sing Lord Bhajan. Very difficult. Why? There comes the enjoy mood coming there. So this is the not mercy. This is the Lord is the chitta to me. Here you are telling, you are very fortunate. I am not fortunate. When you give wealth, then you understand, you are not doing mercy to me. But this is the he is Dainya.
But when devotee learned that Sudama, he learned he gave Sudama wealth, then made cheating to him. And this is Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Ambarish Maharaj, and this is the Prahlad Maharaj. He actually Maharaj, not Raja, he was Maharaj. The big, richest person there. But Lord, then he gave to this wealth. When he understand I gave wealth, but he kind of to digestion, you know. Then he gave to wealth. He gave a lot of wealth. So mostly Krishna devotees, that big, big wealth there, big king. Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Yudhishthira Maharaj, Maharaj. That not king, Raja, not Maharaj. Big wealth. But then he gave to wealth. Then when he understand he can do digestion. And all wealth he used to my seva. You know, he used to my seva. So this is the Vanya, you know. So this is the not right thing. But he is the devotee, the nature is the always. They are thinking, oh, I am this, they are that. Weiterhin sagt Prahlad. Ona Guru Maharaj Gurudev, du sagst, dass Krishna mir so viel Barmherzigkeit schenkt. Aber das kann ich nicht so sehen. Warum nicht? Weil der höchste Herr, er gab mir diesen Planeten Sutala Loka. Sutala Loka ist ein niederer himmlischer Planet, sagt man. Dort leben die Dämonen. Und das heißt, dass dieses Sutala ist noch opulenter, noch mehr Reichtum als selbst die himmlischen Planeten. So, Indra hat so viel Macht und Reichtum auf den himmlischen Planeten, dass er oft verwirrt wird und Dinge tut, praktisch die gegen Krishna sind. Aber Prahlad Maharaj sagt, dieses Sutala Loka ist noch viel mehr, noch viel größere Reichtum. Also eigentlich, der Höchste, er hat mich betrogen, indem er mir all diesen Reichtum, diese Opulenz gibt, denn dieser Reichtum ist ein großes Hindernis für Bhakti. Indra hat es bestätigt. Oder Krishna hat zu Indra gesagt, Indra, reich zu sein, ist keine spezielle Barmherzigkeit. Diejenigen, die ich meine besondere Gunst gebe, denen nehme ich allen Reichtum fort. So auf die Weise sprach Prahlad, sagte eigentlich, der Höchste Herr hat mich eigentlich betrogen. Aber natürlich ist das eigentlich seine Demut, denn es ist nicht so, dass Krishna immer seinen Devotees allen Reichtum wegnimmt. Es ist auch so, dass Krishna manchmal seinen Devotees großen Reichtum gibt, aber erst dann, wenn er weiß, dass sie das verdauen können. Das heißt, dass sie das, all diesen Reichtum nur in Krishnas Dienst beschäftigen. Deswegen gibt es viele große Könige, die von Krishna mit großem Reichtum gesegnet wurden, wie Dhruva Maharaj, wie Ambarish Maharaj, wie Yudhishthir Maharaj. Das sind alles Maharaj, die sind nicht nur König, die sind große Könige der ganzen Welt. Und Krishna gab ihnen großen Reichtum, weil er wusste, dass sie diesen Reichtum in seinem Dienst beschäftigen werden. So Prahlad Maharaj in seiner Demut denkt er, ich habe keine Barmherzigkeit vom Herrn bekommen. So, you know, Lord also gave teach to, you know, but who is the wife of Panchapandav? Draupadi. That time is the Muse Universe, you know. Kattali Vishwasundari. Kattali Muse Universe. Muse Universe, that time this is the Draupadi. Everybody want Draupadi. Why is the, you know, come from the Jagya, Kunda. Most of that time not like this beautiful the girl that time. Not like beautiful girl. Everybody hankering to get this to Draupadi. But Krishna thinking, no. You know, there can Karna, you know, who is the bow, you know, this is the one son. So Karna, he can do this thing, but Krishna thinking, no. Who is the most beautiful lady? Only this is the wife of my devotees. You know? Only this the devotee, my God, this such a beautiful wife. So, and also he gave teach, who is the beautiful in that time is the Yudhishthira Maharaj, you know, when is Rajasya Jagya, who can do this Rajasya Jagya, everybody cannot do Rajasya Jagya, when is all king, who is the, you know, who is the completely control to his king, you know, with the control by to king, they are accept, no, he is the among the all king, he is the topmost king,
then somebody can, this is Rasa Yajna, anybody can then. So Krishna, he gave teach, who is the my devotee, you know, only that person is the topmost of king, you know, whole king they can accept, oh, he is the topmost king, and he is the Arjuna, that time he is the great battle in and Pradhimsen is very powerful, Napulsahade, very beautiful Napulsahade. Krishna also teached here, you know, all this good thing, only my devotee only attend this thing, not anybody else. Somebody thinking, oh, who is the devotee, they are very poor, you know, they have nothing, house, nothing. Work. But first, Krishna knowingly never gave to this thing. Why? He know if so much good thing, this material world got my devotee, then he completely go to Maya. So Krishna first never gave this thing. Now he want to open sadhana bhajan. Then somebody do sadhana bhajan, when very simple life, when very expressful life, very difficult to do sadhana bhajan. So Krishna knowingly, he never gave. But then he gave, when do digestion. Then he gave to everything, gave to him. Normalerweise gibt Krishna den Devotees keinen großen Reichtum, weil er weiß, das ist sehr gefährlich. Wenn man große Reichtum, große materielle Opulenz, diese Dinge, dann der Geist wird davon weggezogen. Und es ist sehr schwierig, Bhajan zu machen. Es ist sehr schwierig. Bhajan bedeutet, sich hilflos und ohne Zuflucht und ohne Besitz zu fühlen und beim Herrn Zuflucht zu suchen und zu ihm zu beten. So, aber wenn man so viel Reichtum, so viele Dinge besitzt und alle einen verehren, und dann ist es sehr schwierig, diese Haltung im Herzen zu haben, die man für Bhajan braucht. So, um die Devotees zu beschützen, gibt Krishna normalerweise den Devotees am Anfang keinen Reichtum. Aber wenn die Devotees qualifiziert werden, dann will Krishna ihnen alles geben. Denn die besten Sachen will er nur seinen Devotees geben. Und so wie er es zum Beispiel mit den Pandavas tat. Die Pandavas, ihre Frau war Draupadi. Und Draupadi war keine gewöhnliche Frau, die war aus dem Yajna geboren, aus dem Yajna erschienen. Und die war praktisch die schönste Frau auf der gesamten Welt. Und alle Könige auf der Welt wollten sie heiraten. Kana vor allem, er wollte sie unbedingt heiraten und er war auch qualifiziert. Die bei ihrer Zeremonie, wo sie sich ihren Ehemann aussuchen konnte, war ein schwieriger Test arrangiert. Man musste praktisch einen Fisch treffen, der hing oben an der Decke und darunter drehte sich ein Rad. Und man durfte aber nicht direkt nach oben zielen, man musste nach unten schauen. Dort war ein Bottich mit bewegtem Öl und dort musste man hineinschauen und nach oben zielen und schießen. Und allein den Bogen zu spannen war schon so schwierig, dass es die meisten gar nicht geschafft haben. Kana war in der Lage, das zu tun, aber Krishna war entschlossen, dass er diese Draupadi, sollen meine Devotees heiraten. So Krishna hat arrangiert, dass die 5 Pandavas Draupadi zur Frau bekommen haben. Und ich finde Subhadra, you know, die Krishnas, Krishnas Schwester. Sister, you know, how you think, how she is very beautiful. Krishna, how beautiful Krishna. And sister also very beautiful. That time everybody, Duryodhana also, he want to marry with Subhadra, you know, marry Subhadra. No. Only my devotee is a beautiful, you know, girl, only my devotee can attend on this thing. Krishna cannot, you know, Baladeva Prabhu agree, but Krishna not agree. Last he do, Krishna gave some suggestion to Draupadi, Subhadra, then Arjuna is kidnapped to Subhadra. Gleiche auch mit Subhadra Devi. Subhadra Devi ist Krishnas Schwester. Krishna ist so schön, so seine Schwester Subhadra ist auch wunderschön und qualifiziert in jeder Hinsicht. So, Duryodhan wollte gerne Subhadra heiraten. Und Balaram war einverstanden damit, Subhadra den Duryodhan zur Frau zu geben. Aber Krishna dachte sich, no, meine Schwester kriegt nicht so eine. Meine Schwester kriegt nur eine Devoti zur Frau. So, denn Krishna hat arrangiert, dass Arjuna Subhadra gekidnappt hat und zur Frau
gekommen hat. Ja. In gleicher Weise hat Maharaj, hat Krishna Maharaj Yudhishthir zum Kaiser der Welt gemacht. Der Yudhishthir Maharaj hat das Rajasuya Yagya durchgeführt. Rajasuya Yagya kann nur jemand ausführen, der alle Könige auf der ganzen Welt bezwungen hat. Dann wird ein Pferd um die Welt geschickt und alle Könige auf der Welt müssen sich entweder unterwerfen oder kämpfen. So zu der Zeit hat Krishna Yudhishthir Maharaj zum Kaiser der gesamten Erde, der gesamten Welt gemacht und das Rajasuya Yagya durchgeführt. Krishna hat Arjun zum größten Krieger, zum größten Bogenschützen gemacht, den es jemals gab. Krishna hat Bhimasen zu dem größten Keulenkämpfer gemacht, den es jemals gab. Und auch Nakula und Sahadev waren mit unglaublicher Schönheit gesegnet. So Krishna möchte seinen Devotees all diese Reichtümer und diese Dinge geben. Aber er ist auch, Krishna schaut, dass er nicht gibt, bevor der Devotee nicht qualifiziert dafür ist, um unsere Bhakti zu beschützen. Okay, Prahlad Maharaj ki jai. Now, Narada, now, the Prahlad Maharaj, he told, you want to take darshan of devotees? Okay, you can go to Kimpur's, one place. You can go to Kimpur's place, Then you saw, his devotee is how Hanuman, Hanuman is doing devotee, doing seva. I cannot do like this seva, Then somebody, bhakti, devotee, when to serve to Lord, When somebody serve to Lord, but why I serve to Lord? I did not serve to Lord. Narasingha is manifested, and he take me left, this own left, and the king gave so much love, affection, then he the disappear. Then he the disappear. Why are they serves? Devotee meaning is the bhakta meaning, bhakti dhatu sevayam, yeah? This is the bhakti meaning is seva. Who is doing some seva? This is the bhakti. But where I doing seva? I have nothing to do seva. Why? He is the jnani bhakta. Prahlada is the jnani bhakta. But who is the jnani bhakta? Jnani bhakti definition is the he is the realizes Lord is the everywhere. Lord is the everywhere. So no need to the serve to him. He serve to us. Why is the everywhere? He is the complete. So this is the nature of this jnani bhakta. But I am not doing seva, I am doing to higher bhakta. If one serve to bhakta, who is the bhakti and service is the Hanuman. Then Narada becomes so happy. Now we take this vina, now we want to go to Hanuman. Prahlad Maharaj sagte, Gurudev, wenn du einen wirklichen Devoti sehen willst, dann geh nach Kimpurusha Loka. Dort lebt Hanuman. Hanuman, der ist der echte Diener des Herrn. Bhakti kommt von der die Verbwurzel, also die Verbwurzel von Bhakti ist eigentlich zu dienen. Bhakti, Dato, Seva. Eigentlich das Wort Bhakti kommt von Seva oder von Dienst. So eigentlich ein echter Bhakta ist jemand, der immer zu dem Herrn dient. Ja, so deswegen, aber was für Dienst bringe ich schon da? Als Nrisingadev erschienen ist, hat er mich auf seinen Schoß genommen, er hat meinen Kopf geleckt, aber ich habe ihm nie Dienst dargebracht. Danach ist Nrisingadev wieder verschwunden. So wo diene ich dem Herrn? Aber Hanuman dagegen ist die ganze Zeit unablässig im Dienst zum Herrn vertieft. Prahlad Maharaj nennt man Jnani Bhakta. Jnani Bhakta ist jemand, der sich immer darüber bewusst ist, dass der höchste Herr überall ist, überall gegenwärtig ist. Ja, und Prahlad Maharaj denkt, der höchste Herr ist vollkommen, er braucht nichts, er wünscht nichts, er ist immer in sich selbst vollkommen und zufrieden und er erhält alle Lebewesen. So Prahlad Maharaj denkt, der höchste Herr erhält uns, aber wozu soll ich ihm dienen, er braucht keinen Dienst. So, Prahlad Maharaj selber bringt keinen praktischen Dienstart zum Herrn. Deswegen sagt er, aber deswegen Hanuman dient unablässig dem Herrn, deswegen er ist ein wirklich großer Bhakta. Deswegen geht zu Hanuman. Narada Muni hörte das und wurde ekstatisch
und sagte, okay, nahm seine Vina und wollte sofort los zu Hanuman. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hari bol, 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 Hari bol,
स्वामी महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सफर कर गौर हरि की जय हरि नाम संकीर्तन की जय भक्त तुलसीदेव की जय हरि गोविंद गोपीनाथ मदन मन जी की जय राधा रमण राधा श्याम सुंदर राधा कुलान दामोदर की जय सर्व विष्णु प्रदा गिरिराज महाराज की जय आनंद कुट गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय जय परम पूज्य कृष्ण भक्त वेदांत माधव महाराज बन महाराज सिद्धांत महाराज तीर्थ महाराज की जय आनंद कोटि गौर भक्त वृंद की समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि Thank you.